Die deutschen Truppen haben Frankreich besetzt. Alle Hoffnungen ruhen nun auf der Résistance und den Alliierten. Eine Fallschirmjägereinheit soll in Kürze landen. Gehen Sie in Position und geben Sie unseren Jungs Feuerschutz. Mein Name ist William Hawkins, Scharfschütze, einer der Besten. Diese Gabe ist ein Geschenk von Gott. Man könnte sagen, ich bin gesegnet. Oh ja, ich bin gut. Ich gehöre zu einem Team. Frank kommt auch bald. Er ist ein Green Beret, ein Draufgänger. Ein cleverer Draufgänger, um ehrlich zu sein. Er verwandelt sogar die beschissenste Situation in einen Sieg. Und dann wäre da natürlich noch Colonel George Brown. Er ist der Boss. Was er sagt, ist Gesetz. Er ist, wenn Sie so wollen, ein Frontspion. Geben Sie dem Mann eine deutsche Uniform und er spaziert schnurstracks nach Berlin. Wir sind die Strike Force. Der Feind fürchtet uns. Und das ist gut so. Also dann, ich muss jetzt in die Stadt. Ich soll dort unauffällig ein paar Feinde ausschalten. Au! Das tut weh, was? Okay, was haben wir denn hier? Einen Hinterhalt. Verdammte Crowds, immer einen Schritt voraus.
Die Vordertür kann ich vergessen. Da komme ich nie rein. Ich könnte mich über das Obergeschoss reinschleichen. Vielleicht kann ich sie dann überraschen. Schwierig wird es trotzdem. Ich darf keinen Lärm machen. Hey Jungs, ich bin das Rettungsteam. Schnappt ein paar Gewehre, dann raus hier. Es kommt ein deutscher Konvoi in unsere Richtung. Ich gehe nach oben. Scheiße, oh nein, sind das viele. Wieso wissen die, was wir vorhaben? Wir müssen Frank warnen. Er hat keine Ahnung, dass ihn diese Bastarde erwarten. Frenchy, laufen Sie zur Landezone und warnen Sie ihn. Ich gehe hier in Position. Ja, das geht in Ordnung. Ich erledige das so schnell ich kann.